Und damit herzlich willkommen zurück zu Raiders of Icarus hier bei Explorer EP. Mit dabei Misaki-chan, grüß dich. Hi. Und Edoras Zuflucht. Fanatiker und Meuchler, wie der Folgenname schon sagt, sollen eliminiert werden. Seelenblüten wollen gepflückt werden. Und ja, machen wir. Und danach müssen wir wieder in dieses verseuchte Gebiet aus der letzten Folge. Und da wartet auch noch ein ganzer Packen Quests auf uns. Und das wird jetzt alles erledigt. Andieweil noch, kleiner Hinweis meinerseits, unterhalb des Videos, in der Videobeschreibung, ist der Link von Misaki-chans Instagram-Channel. Genau. Wo die gute Frau auch sehr aktiv ist und sehr zu empfehlen. Und wer von euch auch auf Instagram aktiv ist, schaut einfach mal vorbei. Und so ein kleines Abo oder Like tut nicht weh und ist kostenlos. Ja. So, die brauchen wir jetzt irgendwie nicht mehr. Okay. Ich muss die Frau mal bremsen. Ich muss sie immer bremsen. Geht nicht anders. Wir müssen diese Meuchler noch finden. Ich denke mal, hier sind die Etage. Warte, kann ich glaube ich noch ein Blümchen pflücken. Das ist irgendwie eine verkehrte Rollenverteilung bei uns beiden, ne? Wieso? Du bist hier fürs Blut zuständig und ich bin der Typ, der hier die Blumen pflückt. Das ist doch normalerweise andersrum, oder? Das ist dieses Klischee, Mann und Frau zu erfüllen, müsste ich ja normalerweise mit der Keule rumlaufen und du, ne? Ja. Na, dann mach mal. Bitte den Fanatiker. Ja. Aber machen wir, die brauchen wir nicht. Wir sollten ein bisschen Neuschlag drin. Und danach noch drei Blumen, aber ich denke mal, die werden wir dann oben finden. Ich meine zumindest, dass die oben waren. Irgendwo ist ein Absatz hier. Ja, hier das sind die Meuchler. Das irgendwie komisch aus dem Fels. Ich bin durch den Fels geflogen. Ja. Was? Was war das? Das war das. Okay. Ich kümmere mich um die Blumen. Genau, ich pflück jetzt ein paar Blümchen für dich. Genau. Kavalier der alten Schule. So. Dann haben wir aber questmäßig, denke ich mal, alles erledigt im Gebiet hier, was zu erledigen war. Die Magier müssen wir jetzt doch wieder erledigen, okay. Die haben wir doch schon erledigt. Nur Tropfen hier. Ja, die droppen nix, aber das brauchen wir nicht. Da haben wir noch Gänseblümchen. Achso, doch. Die Magier brauchen Zauberblut. Okay. Bam bam. Und von diesen Zauberbüchern fehlen mir jetzt exakt 2 Stück noch. Und 2 Meuchler müssen wir noch haben. Würden wir am besten auf Respawn warten, oder? Okay. Ich weiß nicht, ob die welche sind. Bevor wir jetzt alles wieder doof abfliegen und... Okay. Ich wirbel da mal ein bisschen selber. Du kannst auch fliegen, dann hört's auf. Okay, der hatte ein Büschlein. Büschen brauchen wir keine mehr. Eine da hinten ist wieder gespawnt. Die blöde Eule ist wieder aggro auf mich. Weißt du, wo wir die Quest hatten, um die Fischer zu erledigen? Die sind permanent abgehauen, ey. Jetzt. Ach,
diese Eulen sind echt auf dich ab. Ich krieg ja keine. Aber keine Sorge, sie hat von dir abgelassen. Okay. So. Hoffentlich hat er das letzte Zauberbuch, dann kann man nicht weiterziehen. Ja, hat er. Und hier ist noch eine Quest aufgeploppt. Ich werde wahnsinnig. Wer will denn jetzt hier was von uns? Hier unten oder oben? Bis oder unten. Ja. Unten, ne? Genau, hier wo ich hinfliege. Was will man denn jetzt von uns? Oh, und nicht nur eine, direkt zwei. Sammelquest garantiert. Nachzügler, finde Diane, Sammlerkadett. I'm in desperate need of your assistance. I need your help. So, Glover. Hole Glovers Amulett. Es scheint aber jetzt alles am See zu sein. Hier müssen wir, ja, ach, wir müssen noch zwei Meuchler erledigen. Die sollten aber auch hier oben irgendwo sein. Ich guck mal wieder durch den Fels. Nein, da sind keine Meuchler. Da hab ich nicht. Der. Nee, das ist ein Fanatiker. Hast zwar nicht ganz unrecht, tragen auch Dolche, aber wir suchen einen Meuschler. Davon laufen hier gar keine rum. Okay. Ich glaube, wir müssen wieder zurück. Da waren die ersten beiden wieder rum. Ich jetzt nicht, wo das war. Ich glaube hier, aber hier spawnt gerade alles nach. Da hat die Misaki gewütet, jede Wette. So, Fanatiker. Und ich meine, hier unten waren die Meuchler. Da war der erste, der auf mich losgegangen ist. Nein! Natürlich nicht. Drüben auf der anderen Seite. Auch an die Eule. Auch nicht. Wunderbar. Das liebe ich an dem Spiel. Okay, dann gucken wir mal hier ganz unten. Zwei Meuschler. Jemand da? Ja, da ploppt was auf, aber ich sehe wieder nur Fanatiker. Fanatiker. Ist ja nicht wahr. Okay. Hier ist einer bei mir. Gut versteckt. Zwei sogar. Gar nicht. Das ist so schlimm. Warte. Ignis! Harak! Ithrien! Gildia! Sigma! Super auf den Nutzen. Sigma! Schaden. Flamme! Sigma! Gildia! Harak! Draksha! Ja, warum? Jetzt ist die Debuff auf Zinn und dann kann der. Ein noch! Fertig! Dann können wir jetzt zu diesem unheilvollen See zurück aus der letzten Folge. Da lang. Jetzt ist es wieder sehr still. Ja. Was haben wir wieder Sound? Jetzt haben wir wieder keinen Sound. Jetzt haben wir wieder Sound. Ja, ist doch schön. Ja. Ja, wir haben Siegel gekriegt, auch in der letzten Folge, oder war es diese von der letzten Folge, ne? Warum so ein Drache, der hier rumfliegt? Den könnten wir versuchen zu zählen, wird aber garantiert in die Hose gehen, weil der ist Level 55 und weil ich Level 54 bin, bin ich vom Level her ein Level zu low und, ja, mehr braucht man nicht sagen. Ha? Was denn Zähmen? Hier so ein, aber das ist nicht er. Oder müsste dann auch hier irgendwo rumfliegen. Aber also die Viecher mag ich sowieso nicht, von daher können wir runtergehen und
Jetzt können wir auch hier unten bei den Kollegen die Quest annehmen. Und genau, und einer dieser beiden gibt dir den Frosch. Den Frosch wieder zähmen, aber da müssen wir den doch wahrscheinlich auch bei ihm abgeben, oder? Nein, ich will. Ja. Ist schon? So, den. Ach, den Grob müssen wir töten, der hat das Amulett. Oh, gut, wir gucken jetzt erstmal hier bei Grimson. I need your help. So, aggressive Spezies, besiege Schlucht, Schwebefisch. Golemkerne, erhalte gefaulige Golemkerne. Golems war gerade oben, den See, entferne verdorbenes Schimmerkraut. Und Dian. I'm in a bit of trouble. Ja, die haben ein Trouble, sagt er. Bändige und versiegle Pröte dreimal. You'll help me, right? Okay. Ja, dann musst du sie noch mal extra von Bändigen. So, Pilze sammeln. Willst du die Kröten zuerst machen? Oder sollen wir erstmal hochgehen, die Golems machen? Können wir auch machen. Ja, dann haben wir das schon mal. Dann brauchen wir hier unten noch alles machen. Ich meine, die sind alle oben, ne? Ganz oben. Ja, die sind auf der Insel da. Ja. Hier oben fliegen auch die Schluchtschwebefische, die müssen wir ja dann auch haben. Gesagt. Ist der da sein? Die wir da gekriegt haben. Hm? Von denen dann noch drei. Chaos-Golem-Stein, ein unheilvoller Stein, der einen Teil des Golems ausmacht, zur Herstellung des Zeichens von Kranja. Noch tiefer, okay, geht auch. Der Golem-Beschwörer hat mich one-hitted. Ich glaube, das würdest du nicht. Was für ein Drecksack? Jedenfalls alle Kraft. One-hitted, ey. So. Golems brauchen wir jetzt, glaube ich, keine mehr. Pflanzen müsste jetzt, glaube ich, die letzte sein. Ja.
Dann müssen wir auf dem Weg jetzt nach unten die fliegenden Fische machen. So schnell weg, bevor der Typ hier wiederkommt, mich wieder one-hittet, ey. Aua. Da. Ja. Folge deiner Blutspur. Okay. Jetzt müssen wir die nur töten und nichts looten. Oh doch, wir müssen doch looten. Töten und looten. Ach stimmt, wir hatten zweimal die Quest für die Fischis. Sieben Fische töten und einmal, glaube ich, sieben Flossen sammeln von denen. Nee, natürlich nicht. Sechs Stück hintereinander gedroppt und die letzte, wie immer. Wie immer. Fertig. Oh, ich kann sogar direkt abschließen. Sehr schön. So, dann dürfen wir jetzt runter. Boden unter die Füße. Unter das Füße. Wir müssen jetzt dreimal den Grob zähmen und Pilze sammeln. Ich bin für Option 1, 2 erstmal Pilze sammeln. Bin ich jetzt auch schon bei 18 Minuten in der Aufnahme, dann würde ich nämlich sagen, das Zähmen machen wir dann in der nächsten Folge. Ich gebe mal die Quest hier ab. Vielleicht hat er noch was für uns. Jetzt sollen wir... I'm in desperate need of your assistance. Jetzt soll der... Der mich ja oben eben gewonnen-hittet hat. Davon müssen wir jetzt 6 Stück töten. Ich muss halt dann gucken, dass du irgendwie bei mir bleibst. Ja, machen wir aber jetzt. Ich bin, wie gesagt, nicht mehr in der Folge. Wir kümmern uns jetzt ein bisschen noch um Flora und Fauna. Achso, das ist ein Quest-Item. Okay. Mach's gut, Verband. Ciao. Nehmen. Hier finde ich keine Rosen mehr. Komischerweise die Pilze nicht mehr, die ich looten sollte. Eine Folge mehr. Die sind nicht weit. Pilze sind nicht weit, kurz vor Holland. Was? Also, hier auf der Insel. Da ist ein Pilz. Ah, okay. Stimmt.
was looten. Oh, na gut. Okay, Pilze brauche ich jetzt keine mehr. Jetzt muss ich nur noch Blumen looten. Ups. Zerschlissener Beutel. Auch fertige Quest. So, was sagt er denn jetzt? Jetzt müssen wir nur noch Pröte zähmen und die Golem-Beschwörer. Wir gehen mal eben zum Questgeber zurück. Würde ich sagen, sind wir am Ende einer Folge. Ja, wir sind bei 21 Minuten, dann machen wir Schluss für heute. Wir danken dir da draußen fürs Zuschauen, wünschen dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst. Und sagen tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao. Tschüss.